willkommen zu einem neuen Video aus unserem Leben, eine deutsche Familie auf dem Land. Ich möchte euch ein bisschen was aus unserer Familiengeschichte erzählen und daneben euch erklären, wie man einen deutschen Briefumschlag richtig beschriftet. Deshalb ist unser Thema heute der Brief. Viel Spaß damit! Ihr seht hier die alte Post in unserem Dorf. Und die Menschen auf dem Foto, das sind meine Urgroßeltern, die Eltern meiner Großmutter. Das Foto stammt aus dem Jahr 1967. Sie waren die Inhaber der Poststation bei uns im Dorf. Später übernahm der Bruder meiner Großmutter das Geschäft und danach dessen Tochter. Viele meiner Verwandten arbeiteten als Briefträger und einige tun das immer noch. Doch die Zeiten haben sich geändert und inzwischen gibt es keine eigene Poststation mehr in unserem Dorf. Allerdings können wir unsere Briefe noch im Getränkemarkt abgeben. Und natürlich gibt es noch einen Briefkasten. Ordentliche Filialen der Post gibt es nur noch in den Städten. Der Beruf des Briefträgers allerdings ist nach wie vor ein sehr guter und auch gut bezahlter Job in Deutschland. Und auch für Menschen, die aus dem Ausland neu zu uns gekommen sind, eine gute Möglichkeit, hier Arbeit zu finden. Ich selbst habe als Studentin in den Ferien als Postbotin gearbeitet und mein Studium damit gut finanzieren können. Im Alltag spielen Briefe in Deutschland eine sehr große Rolle. Egal, ob man in der Stadt wohnt oder auf dem Land. Es ist wichtig zu wissen, wie die Post funktioniert, wo man Briefmarken kaufen kann und wie man den Briefumschlag richtig beschriftet. Briefe zu schreiben ist eines der wichtigsten Ziele in den Sprachkursen A1 bis B1. Deshalb zeige ich euch jetzt, wie ihr den Briefumschlag richtig beschriftet. Wir beginnen mit dem Namen der Person, an die wir den Brief schicken. Und diesen Namen schreiben wir in die rechte untere Ecke. Da beginnen wir dann mit dem Vornamen. Und schreiben danach den Nachnamen. In einer neuen Zeile schreiben wir den Namen der Straße und danach die Hausnummer. Wieder in einer neuen Zeile schreiben wir groß und deutlich die Postleitzahl. Und danach den Namen des Ortes. Nun fehlt noch unser Name auf dem Brief, sodass die Post notwendigenfalls auch wieder zurückgeschickt werden kann. Wir schreiben das links oben und beginnen auch wieder mit unserem Vornamen, dann unserem Nachnamen, unserer Straße in einer neuen Zeile und unserer Hausnummer und dann wieder in einer neuen Zeile unsere Postleitzahl und unseren Wohnort. Dieser Aufbau ist sehr wichtig, dass der Brief schnell und ohne Fehler ankommt. Da die Deutsche Post mit elektronischen Scannern arbeitet und besonders die Postleitzahl des Zielortes damit automatisch erkennt. Am Ende fehlt noch die Briefmarke. Ein Brief, der ohne Briefmarke abgeschickt wird, kommt automatisch zurück. Im Moment kostet eine Briefmarke für einen normalen Brief
85 Cent. Briefmarken kann man überall dort kaufen, wo es dieses Zeichen der Deutschen Post gibt. Bei uns im Dorf zum Beispiel im Getränkemarkt. Oder man kauft die Briefmarken online und druckt sie sich selbst aus. Ich merke immer wieder, dass es für Deutschlerner ein bisschen Mut braucht, den ersten Brief alleine zu schreiben und abzuschicken. Traut euch! Zur Übung könnt ihr zum Beispiel eine Geburtstagskarte an eure Freundin oder euren Nachbar schicken. Viel Spaß dabei und danke fürs Zusehen!